Hallo und herzlich willkommen, wir sind wieder zurück bei Yoshi's Island und wir gehen direkt ins Level, ohne viel Zeit zu verlieren. Level 6.3, schöner Hintergrund, beware the spinning locks. Okay, oh nein, it's a fucking laggy lag lag level. Und das ist mega nervig, ich weiß. Warum gibt es das manchmal? Das ist traurig, ich könnte einen anderen, ja, wir schauen mal. Vielleicht ist es ja nur ein kurzer Abschnitt. Wir lassen uns davon jetzt einfach nicht die Laune verderben, oder? Was meint ihr? Wäre doch ein bisschen schade. Es ist natürlich mega nervig, so ein Fehler. Ja, ich weiß, aber... Aber meine Güte, was soll ich tun? Was soll ich jetzt tun? Ich kann es jetzt gerade nicht ändern. Da vibriert mein Handy. Warum? Es gibt keinen Grund, dass du vibrierst. Was ist mit dem Level schon wieder los? Guck mal. Oh, fuck. Wir haben schon 8 rote Münzen. Fucking 8 rote Münzen. Hallo, Maeve. Ich nehme gerade Yoshi's Island auf und frage mich, was für ein Problem mit welcher WhatsApp-Gruppe? Das ist der Maeve von Mash. Kennt ihr Mash? Mit Mash will ich auch mal was aufnehmen, aber die haben nichts. Wisst ihr, das ist so ein bisschen traurig. Der Maeve, den kenne ich ja, der hat jetzt auch wieder angefangen. Die haben früher alle schon mal Let's Played. Der Maeve und der Keggy hat jetzt auch wieder angefangen zu Let's Playen. Könnt ihr, wenn ihr das vielleicht noch nicht mitbekommen habt, könnt ihr da sehr, sehr gerne mal vorbeigucken. ist natürlich schön, dass ich gerade hier in dem schlechtesten Abteil des Let's Plays, in dem ruckelnden Scheiß, Werbung für die beiden mache. Ah, wunderbar. Jetzt habe ich Angst, dass ich schon mal was vergessen habe. Okay. Auf jeden Fall, die haben alle ja früher schon mal Let's Played und der Maeve und der SJ, die beiden haben jetzt wieder zusammen einen Kanal, haben wieder angefangen und es hat, ja, was soll ich jetzt sagen, es ist nicht traurig, aber was, die machen halt eher so, also die spielen momentan Tomb Raider, Battlefield, glaube ich, und TTT mit uns natürlich. Das lade ich momentan leider nicht hoch, aber ja, keine Ahnung, ich bin nicht so zufrieden. Ach so. Ja. Schöne Grüße an alle Yoshi-Fans, hat er geschrieben. Warte. Herr Mavus, sehr, sehr gerne. Ich erzähle gerade darüber, dass wir mal unbedingt miteinander aufnehmen müssen. Das bedeutet, beweg deinen dicken Ärschlein irgendwo hin und hol dir ein tolles Spiel, was wir machen können. Los! Sofort! So, ich hoffe, ich habe seine Frage beantwortet. Ja, ich würde mit dem Mave sehr gerne mal was aufnehmen und mit dem SJ so auch alleine, damit die TTT ist ja so eine Sache, das ist immer ganz schön, das läuft bei denen auch gut, das freut mich. Aber das ist auch immer so eine Sache, da lernt ihr als Zuschauer die Leute ja auch nicht so wirklich richtig kennen und das ist, da geht man auch manchmal dann so ein bisschen in der Masse dann wieder unter. Und würde mich sehr freuen, wenn ich da auf jeden Fall mal mit denen was machen könnte, damit die auch mal so ein bisschen von euch gesehen werden. Aber es halt, dann muss man halt immer gucken, was, ne? Ich würde gerne, boah, ich hätte voll Bock, mal ein bisschen Formel 1 Videos zu bringen. Wobei ich auch schon wieder lange keine Formel 1 gemacht habe und ich echt schlecht bin. Das ist wieder ein anderes Problem, so, ne? Das ist wieder ein anderes Problem. Das ist wieder ein anderes Problem, ja. Oh, dieses Feuer, ey. Der bewegt sich doch jetzt, oder? Ja, okay. Boah, das Level, das fühlt sich auch schon wieder so... Das ist ein Level, auch das im letzten Part... Okay, ich darf das einfach nicht aussprechen. Hatte ich einen Mittelring? Bitte. Ich hatte keinen Mittelring, oder? Doch, okay. Ja, ein bisschen fehlt, aber es ist, glaube ich, nicht so viel. Das ist... Wow, Alter, lässt sich auf jeden Fall verschmerzen. Ja, ach so, hier bin ich, ja. Läuft auf jeden Fall. So. Ja, Formel 1, aber ich bin mega schlecht in Formel 1. Das ist ein Problem, ja. Das ist ein Problem. Aber das ist auch ein Spiel, was ich privat sehr gerne gespielt habe in, ja, letzter Zeit. Ist jetzt vielleicht falsch ausgedrückt. Aber was ich privat sehr gerne gespielt habe, mal eine Zeit lang.
Ich bin nicht so der große Formel-1-Fan und da kann auch jeder denken, was er will, und da muss man auch gar nicht drüber diskutieren, ob man jetzt die Formel 1 mag oder ob man die Formel 1 nicht mag. Das finde ich immer mega nervig, wenn ich jetzt zum Beispiel über Formel 1 spreche, ne, dann gibt es wieder Leute, die dann sagen, Formel 1 ist so kacke. Oh, warum passiert mir das, ey? Aber wir haben alles. Wunderbar. Boah, wie kurz dieses Level ist. Aber das ist ein Level, was mir richtig gut gefällt, weil es halt schnelles Gameplay hat. Das dauert nicht so lange, das ist tatsächlich ein sehr schönes Level. Das ist so eine Sache, da habe ich gar keinen Bock drüber zu reden, ob man jetzt Formel 1 mag oder nicht, oder wie, oder was, oder wo, oder warum. Das geht mir vollkommen am Arsch vorbei. Ich bin kein großer Formel 1 Fan. Oder, ja, nö. Es gibt immer Zeiten, wo ich es mal gerne gucke, aber das, ja, ne, früher, Michael Schumacher Zeiten, hat man es natürlich immer sehr gerne geguckt. Ja, aber was heißt immer sehr gerne? Also, ja doch, da habe ich schon gerne geguckt. Aber, ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall so eine Sache. Das Spiel an sich, das ist halt einfach ein Rennspiel, und es ist vor allen Dingen so eine, ja, es ist mehr eine Simulation. Nicht richtig, es ist schon, also man kann es, glaube ich, als Simulation spielen. Es ist dann aber schon relativ arcade-lastig, wenn man es halt nicht als Echtzeit-Simulation spielt. Ist dann schon eher ein arcade-lastiges Spiel, würde ich sagen, aber halt trotzdem mit so diesen... Alter, ich habe einen Bonusbereich gefunden, deswegen bin ich die ganze Zeit gestorben, weil ich euch das auf jeden Fall natürlich noch zeigen wollte, Leute. Seht ihr, es hat halt was Gutes, dass wir die ganze Zeit gestorben sind. Ja, aber auf jeden Fall, es ist schon irgendwie auch ein bisschen arcade-lastig dann hier und da und überall, aber jetzt die große Frage, habe ich alles trotzdem eingesammelt, ja? Ja, okay. Ups. So, jetzt hier bei den Steinen nicht so rumbacken, das backt ein bisschen, finde ich. Komm schon. Oh, Leute, wirklich, ich hab jetzt... Oh, Mann, jetzt... Oh, Mann, das ist... Ja, jetzt habe ich alles kaputt gemacht. Okay, wir sind wieder da. Wir sind wieder hier. Das ist so nervig, Mann. Ich weiß nicht, ob das auf dem Super Nintendo auch so war. Mit dem Stein, aber... Wenn ja, dann ist es echt nervig. Oh, ich mache hier auch jetzt alles kaputt. Wir waren schon am Ziel mit allem im Grunde. Jetzt mach doch einfach. Ist doch echt nicht mehr schwierig, Kornel. Mach einfach. Jetzt ziehe ich das wieder künstlich in die Länge. Oh! So. ja. Das ist halt einfach ein Spiel, ein gutes Rennspiel, finde ich. Und den Charme der Formel 1, so dieses halt Rundenfahren, Boxenstopp, dies, das, jenes, ist halt einfach relativ cool. So. Und das spiele ich relativ gerne dann in der Form. Oh Mann, Alter. Ich mach's auch voll in die falsche Richtung. Das ist komplett dumm, was ich hier tue. Nein, jetzt hab ich... Ich hab doch was vergessen. Och, Leute, weil ich da hochgeflogen bin in den Extra-Bereich, ne? Ey, wie... Guck mal, so ein richtig cooles Level, was auch so richtig gut funktioniert hat, wo ich richtig schnell war, das versaue ich mir dann wegen so einer Kacke. Aber weil ich jetzt diese ganzen... Ja. So. Ja, den Abteil habe ich jetzt verpasst, weil ich halt in diesen super Secret-Bereich gekommen bin. Das ist halt echt mega nervig dann, ne? Wenn du dann bestraft wirst, dann hast du auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht. Ich hätte aufmerksam sein können, natürlich, aber war ich nicht. So. Okay, wir haben alles. Wunderbar. Hat dann doch wieder länger gedauert, aber davon lassen wir uns nicht beirren. Davon lassen wir uns nicht beirren. Ich habe einmal kurz einen Rewind benutzt, da seht einfach wieder drüber. Ich hätte auch schneiden können. Ich kann es nur immer wieder sagen. Wer sich deswegen anpisst, der kann auch einfach gehen. Hat mich im Ende ja dann trotzdem eigentlich nichts gebracht. Wäre ich besser gestorben oder so, ich weiß es nicht. I don't fucking know! Ja, da habe ich jetzt in eine WhatsApp-Gruppe gepackt. Ja, pack mich doch da rein, du Pappenheimer. Was ist denn los, Alter? Boah!
Da kam aber ein kleiner Engel, der mir erstmal ein bisschen... Alter, das sieht auch falsch aus. Sag mir nicht, das ist der Part des Bugges, Alter. Wobei, gerade war es weg, oder? In dem letzten Ab... Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es gerade gebuggt hat. Aber ich habe mich dran gewöhnt. Nein, das war weg, oder? Ja. Klar, das war weg, war das. Könntest du mir eventuell mein Baby wiedergeben? Alter, ohne Spaß. Es ist ja alles schön und gut, ne? Aber der Spaß ist vorbei. Jetzt müssen wir hier schnell diesen Abteil schaffen, damit diese... Warum leckt jetzt? Wenn jetzt hier alles leckt, dann muss ich irgendwie versuchen, diesen Spielstand um... Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. So. Ich hoffe, dass es jetzt gleich weggeht hier. Ist da jetzt eine Blume drin? Wenn uns eine Blume fehlt, dann wissen wir wo. Ich hoffe aber einfach mal, dass es nicht eine Blume war. Das, was soll jetzt sonst gewesen sein? Das muss eine Blume gewesen sein. Oh Mann, das macht mich schon wieder traurig. So. Wunderbar. Der längende Abschnitt ist vorbei, von daher... Ja, wenn es alles schlecht läuft, muss ich das nochmal nachspielen. Aber ja, ihr habt ja gesehen, wo sie dann ist. Also von daher machen wir uns da mal nicht ins Höschen. Nee. Da ist ein eierspuckender Spucker. Bang. Und, was ist los mit dir? Warum haut der von mir ab? Sollte der mich nicht angreifen? Wo bist du? Warum bist du nach da hinten geflogen? Warum haut der ab? Komm! Ja, der Kecki hat auch angefangen mit Let's Playen wieder. Wie gesagt, guckt da auch auf jeden Fall mal vorbei. Und ja, man muss halt immer irgendwie dann mal gucken. Es sind halt alles richtig coole Leute. Aber muss man natürlich auch irgendwie mal was finden, was man dann zusammen machen kann. Ich bin gerade richtig scheiße. Stirb! Wie lange will der noch leben? Woo! Immer noch am Leben? Oh, ich glaube, man kann sich nicht schlechter anstellen bei diesem Gegner. So, jetzt machen wir noch einmal die Eier voll. Nee, ich hab die Eier voll hier, ey. Nerviges Gesindel. Bam! Bam! Jetzt kriegen wir einen Schlüssel von dem. Und eine Blume, oder? Eine Blume? Kriegen wir eine Blume? Komm schon. Nein. Keine Blume für den Cornel. Schade. Ich habe da irgendwas vergessen in dem Abschnitt. Hier war keine rote Münze und keine Blume. Oder war da eine rote Münze? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Holen wir uns mal hier die Sternis ab und gehen einfach weiter. Immer weiter, immer weiter in der Schlosser. Wunderbar, das ist auch nicht am Lecken. Oh, das ist das. Scheiße. Das dauert ewig. Ewig und 15 Tage. Und wenn ich jetzt schon eine Blume verpasst habe, muss ich das alles nochmal spielen. Alter. Da könnte ich fast heulen. Da könnte ich fast heulen. Wirklich. Ist ja mega nervig. Das ist nicht, ist jetzt nicht so schlimm. Aber das Problem an der ganzen Sache ist einfach... Ist halt ein mega Labyrinth jetzt. Jetzt muss er erstmal alle Sachen finden. Jetzt würde ich mir das ja anhören, was der Maeve da geschickt hat. Aber hinterher sagt er was Böses. Das will ich nicht. Wollen wir uns das anhören? Ah. Weißt du was? Komm, wir gucken mal, was der Maeve uns zu sagen hat. Maeve, wenn ich jetzt mein Video schneiden muss, dann töte ich dich. Alles klar, das machen wir. Aber zuallererst müssen wir auf jeden Fall mal eine Runde Age of Mythology spielen. Auf jeden Fall. Richtiger Spasti. Age of Mythology, ja, stimmt. Das werde ich wahrscheinlich irgendwann mal die nächste Zeit streamen oder so, denke ich, weil ich weiß nicht, ob das als YouTube-Video funktionieren würde. Ich habe keine Eier, oder? Ich habe keine Eier, deswegen habe ich keine Chance gegen dich. Wo kriege ich jetzt Eier her? Kommt da nochmal eine Maus? Ich glaube, wenn ich hier runtergehe, dann ist da so ein Eierspawner.
Oder auch nicht. Gucken wir mal hier rein. Was ist denn in dieser Röhre? Das ist jetzt ein bisschen alles verwinkelt und so. Und wie gesagt, das allergrößte Problem an der Sache ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich schon was verpasst habe. Das macht's... Oh mein Gott. Mein ganzes Leben macht keinen Sinn mehr. Ach ja. Der gute alte Maeve. Das ist ein guter Mann. Ach ja. Ich würde die jetzt verlinken, ne? Und den Keggy, aber... Ich kenn mich, ne? Ich kenn mich. Ich bin ein Spasti, was sowas angeht. Und wir gehen einfach aus der Röhre raus und wieder rein, weil dann, das ist ein Trick, den kennen ganz viele nicht, dann ist der Gegner einfach ein bisschen schwächer. Ja. Stellen wir uns hier hin und schießen. Genau. In einem schönen, guten Winkel, damit es auch oft treffen kann. Wunderbar. Guck mal. Ach so, ich dachte, der wäre schon down. Okay. Wir haben noch ein Ei übrig. Wunderbar, alles sehr gut gemacht. Und wir kriegen ein... Blume. Schlüssel. Okay. Wir kriegen eine Schlüssel. Ein Schlüssel. Keine Blume. Mensch, da unten war ich schon, ne? Da habe ich dann alles. Da ging es nicht weiter. Dann laufen wir wieder hier zurück. Oder? Ja. Da waren wir auch schon drin, oder? Ja, genau. Da waren die... Nee, da waren wir noch nicht drin. Aber hier könnte es weitergehen. Nee, doch nicht. Aber hier waren jetzt keine roten Münzen, oder? Das war nur Eier. Okay. Gut. Ganz unten waren wir. Da war ja auch nichts mehr. Das bedeutet, jetzt haben wir diese beiden unteren Sachen fertig. Jetzt sind wir hier auf dieser Ebene. Gucken wir mal da rein. Da waren wir auch schon. Das heißt, wir laufen jetzt wieder nach links und da ging es nach oben, oder? Ich glaube schon. Wir müssen uns jetzt hier so ein bisschen durchfuchsen. Und genau, da geht's nach oben. Und da geht's auch nach oben. Und da sind wir hergekommen, glaube ich. Richtig, da war die Mittellinie. Ach ja, das ist ein bisschen, da muss man sich jetzt ein bisschen Zeit nehmen und auf jeden Fall darauf achten, dass man alles irgendwie mitholt, mitkriegt. Yes. Dann gehen wir hier mal nach oben. So. Dann geht es dann noch weiter nach oben. Machen wir aber erstmal diese Ebene, auf der wir gerade sind. Genau, weil da ist nämlich eine wunderschöne Blume. Ernsthaft? Ja, entspann dich mal. Oh, da komme ich nicht ran. Scheiße. Ich habe es natürlich komplett verkackt. Wo kriege ich jetzt Eier her? Dann gehen wir erstmal auf die andere. Oh, oder warte mal. Das waren relativ viele Mäuse, die ich alle verpasst habe. Shit. Wunderbar. Komm hoch. Kleine Maus, komm doch hoch zu mir. Kleine Maus, kleine Maus. Ist okay. Ich gebe dir den Freigang, Baby Mario. Mögest du ihn genießen. So. Die Maus hätte ich gerne gegessen, weil ich mag kleine Mäuse. Ein kleines Mäuschen, sei nicht traurig. So. Oh, guck mal. Ach, da haben wir den Schlüssel schon? Ja. Aber da gehen wir noch nicht durch, denn das wird wahrscheinlich der richtige Ausgang sein. Kleine Maus, sei nicht traurig. Kleine Maus. Wunderbarer Schuss, ey. Bam! Schusstechnik à la Lukas Podolski. Lukas Podolski ist voll schlecht, ich bin Düsseldorf-Fan. So. Dann haben wir alles. Ne, dann können wir hier nochmal nach oben gehen. Und mal schauen, ob wir hier noch was haben. Da ist auch nochmal eine Röhre. Okay. Mit einer Blume. Dann haben wir jetzt... Was haben wir denn jetzt alles? Drei Blumen, 16. Jetzt fehlt bestimmt eine Blume, ja. Ich denke es so. Ich denke es ist so. Genau. Dann dürften wir jetzt alles haben. Oder habe ich jetzt noch irgendwas vergessen?
Nee, oder? Ich habe nichts ausgelassen. Ich habe jetzt alles gemacht. Oder habe ich irgendwas ausgelassen, weil ich keine Eier hatte? Nee. Nee, nee, nee. Okay, dann gehen wir jetzt hier durch. Und gehen weiter. Ich hoffe, wir haben alles. Ich hoffe, es leer. Und ich hoffe, ich muss es... Oh, okay, wir sind wieder in so einem Festungsbereich. Zu irgendeinem Grund ist es hier immer am Leggy, Leggy, Leggen. Aber das ist nicht mehr so ein großer Stück bis zum Boss. Was zum Teufel? Hat er mich berührt? Der hat mich doch nicht berührt. Das muss ein Fehler in der Matrix sein. Da bin ich mir relativ sicher. Da bin ich mir relativ sicher, meine Freunde. Zack. Jetzt habe ich die Scheiße im Maul. Mega nervig. Ich hasse das eigentlich. Wir haben schon alle roten Münzen. Genau. Eine Blume fehlt, ja. Mal gucken, ob die noch kommt. Es könnte natürlich passieren. Ich meine, wir sind hier noch on the way, ne? Wir sind noch on the way up to the bossy. Wir könnten aber auch diese Blume, genau diese, ganz am Anfang vergessen haben. Das war dumm. Ich hätte mich töten sollen. Oder halt ein Rewind setzen. Nein, das darf man nicht, Cornel. Ihr wisst schon, ja. Komm schon, bitte, 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 komm noch. Es ist doch so ein langer Abschnitt hier. Da muss doch noch was kommen. Warum ist hier kein Gegner oder so? Das ist, was ist das denn? Für die Atmosphäre. Das ist eine Cutscene. Yeah, Yoshi ist wie ein tapferer Yoshi auf dem Floß unterwegs, um die Prinzessin zu retten. Nein, warte mal. Wir retten ja Luigi, ne? Wir retten gar nicht die Prinzessin. Okay. Komm schon, ein bisschen schneller hier. Ich schlafe gleich ein. Ich schlafe gleich ein. Oh, da kommt ein Gegner. Da ist die letzte Blume. Alter. Yes, wir haben nichts verpasst. Wie geil ist das denn? Ich freue mir gerade den übelsten Ast ab. Gaga geil. Yo, ich bin Kamek, Alter, wurde mit Giga und Institute, I'm Kamek and I want the Mario. Kamek, halt die Fresse. Bosskampf, relativ simpel. Ich muss ihm den Boden unter die... Ich muss ihm den Boden unter den Füßen wegschießen. Das ist doch nicht so schwierig. Manchmal... Leute, gebt mir erstmal Eier. Bitte. Mann. Mann. Dann schieße ich jetzt von hier den kaputt, dann den Boden kaputt. Okay. Warum ist da eine Wolke? Gibt es hier tatsächlich... Okay, jetzt schießen wir hier das kaputt, dann schießen wir... Wo ist er? Wo ist er? Über mir. Kollege, was machst du da oben? Komm mal runter. Ist er tot? Ich glaube schon. Ich glaube, er ist gerade reingesprungen. Vollidiot! 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 Ich wollte gerade sagen, warum stirbt er denn nicht? Ich habe gewonnen. Ups, Entschuldigung. Yoshi ist wieder der Sieger. Oh, wir haben 100%. Wunder, wunder, wunder. Es läuft, ey, ne? Es läuft. Ich hab mir selbst ein bisschen die Steine in den Weg gelegt in dem Part, aber gut. Oh, einmal strecken, ey. Und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat, schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Und dann machen wir weiter mit 6 Nummer 5. Bis dann. Tschüss.